Thank you.
Schönen guten Abend und herzlich willkommen in der Jazz Hall. Mein Name ist Tom Richter und ich freue mich sehr, heute in diesem nagelneuen Konzertsaal hier mit dieser wunderbaren Band meinen Abschluss spielen zu dürfen. Sie hören am Klavier Sophia Oster. Sophia Oster. Und am Schlagzeug Bastian Menz. Das erste Stück des Abends hieß Speak Low, geschrieben von Kurt Weill. Kurt Weill ist Ihnen eventuell bekannt auch als Komponist der Drei-Groschen-Oper. Wir haben das Stück angelehnt an ein Arrangement von dem Pianisten Bill Evans interpretiert, welches auf seinem Debütalbum New Jazz Conceptions von 1956 zu hören ist. Und das nächste Stück ist geschrieben von Jules Stein. Heißt Just in Time und Sophia wird für Sie singen. Just in time, I found you just in time. Before you came, my time was running low. I was lost, the losing dice were tossed. My bridges all were crossed, no place to go. I found my way for a loving just in time. I found you just in time. You changed my lonely life, the lovely day, the lovely day. My lonely life, that lovely day.
Vielen Dank. Wenn ich mich entscheiden müsste und einen Bassisten oder eine Bassistin nennen müsste, die mich in den vergangenen Jahren am meisten beeinflusst hat, dann wäre das Israel Crosby. Er hat im Trio von dem Pianisten Amar Jamal neben dem Schlagzeuger Vernon Vonnier gewirkt. Und sein Spiel wird als sehr melodisch, sein Klang als organisch, voll und holzig beschrieben. Manche ziehen sogar den Vergleich zwischen seinen improvisierten Basslinien und den kontrapunktischen Generalbassbewegungen in der Musik von Johann Sebastian Bach. Wir wollen jetzt ein Arrangement dieses legendären Trios um Amar Jamal spielen von dem Traditional Song Billy Boy. Viel Spaß! Und wir wachsen. Begrüßen Sie mit mir Konstantin Herleinsberger am Tenorsaxophon und Benny Brown an der Trompete. Wir spielen als nächstes ein Stück, welches ich in einem meiner liebsten Plattenläden hier in Hamburg entdeckt habe. Bei Pure Soul Records in der Nähe der Stadthausbrücke kann ich sehr empfehlen. Ist ein sehr kleiner Laden, der hauptsächlich Jazzmusik, obskure Musik und eine große Sammlung an Singleplatten anbietet. Und da habe ich das Album Six Pieces of Silver des Pianisten Horace Silver entdeckt. Und wir spielen jetzt das Eröffnungsstück dieser Platte namens Cool Eyes. One, two,
Thank you.
bin ich froh, dass das Ganze jetzt vorbei ist. Ich spreche nicht von meinem Studium. Ich spreche auch nicht von Corona. Ich spreche von der Fußball-EM. Also für mich persönlich gibt es nur wenige Dinge, die mich noch weniger interessieren als Fußball. Wenn mich in den vergangenen Wochen jemand nach meiner Favoritenmannschaft gefragt hat, lautete meine Antwort Ghana. Dann hat sich das Gespräch schnell erledigt und ich hatte die Ruhe vor dem Thema. Und wir wären auch schon beim nächsten Stück, das heißt nämlich Ghana und ist geschrieben von Donald Byrd. Thank you.
Vielen Dank. Ich möchte einmal die Gelegenheit nutzen, um zu erwähnen, dass ich über das vergangene Jahr hinweg ein Album geschrieben habe und produziert habe, welches im September, zwar am 17. erscheinen wird in digitaler Form auf Vinyl und auch auf Kassette. Ja, die kommt zurück. Und ja, ich lade schon seit Juni in jeden Monat einen Song auf die größeren Streaming-Plattformen, um einen Vorgeschmack zu geben. Also fühlen Sie sich herzlich eingeladen, da mal reinzuhören. Sophia hat auch ein Album mit ihrer Band aufgenommen. Das wird sogar noch diesen Monat erscheinen. Es ist schon da. Aber noch nicht auf den Streaming-Plattformen. Also nur auf CD. Wenn Sie Näheres über unsere Projekte erfahren wollen, kommen Sie gern nach dem Konzert auf uns zu. Aber genug im Sinne der Eigenwerbung. Wir spielen nun ein Stück von Pat Metheny namens Question and Answer, Frage und Antwort. Thank you.
Vielen Dank. Als nächstes spielen wir zwei Eigenkompositionen von mir. Die erste heißt Skaphom Blues. Skaphom ist schwedisch und bedeutet so viel wie Lagerraum. Ich hatte das Glück, für ein Jahr an der Königlichen Musikhochschule in Stockholm studieren zu dürfen. Und da gab es einen Raum für die Bassklasse, wo wir unsere Instrumente in Wandschränken verstauen konnten. Dieser Raum war als Skaphom betitelt. Da konnte man auch ab und zu mal üben, wenn man keinen anderen Raum gefunden hat, sich mit anderen BassistInnen austauschen, das Fachsimpeln kommen. Ja, es war insgesamt ein recht inspirierender Ort und deshalb habe ich das Stück so genannt. Das ist da entstanden. Viel Spaß. Thank you.
Thank you.
Vielen Dank. Die Ballade, die Sie gerade gehört haben, ist auch in Schweden entstanden und trägt den Titel Clear as Fog, klar wie Nebel. Und nun möchte ich zum wichtigsten Teil des Abends kommen. Ich möchte mich einmal herzlich bedanken, allen voran bei meinen Eltern und bei meiner Familie, für eure bedingungslose Unterstützung auf meinem Weg, dass ihr extra angereist seid oder aus der Ferne zuhört und dass ihr immer an mich glaubt. Dann mein Bassprofessor Lukas Lindholm, der heute leider aus gesundheitlichen Gründen nicht hier sein kann. Falls du es gerade verfolgst, Lukas, oder es im Nachhinein siehst, vielen Dank für deine Lehre, deine Hilfe und Freundschaft in den letzten Jahren. Es war mir immer wieder eine Freude, mich mit dir zu treffen. Und bitte werd wieder schnell gesund. Dann Peter Schmidt, mein Klassiklehrer. Danke, dass du heute hier auch als Prüfer da bist. Das ganze Gekratze hat was gebracht. Auch wenn ich da das manchmal vielleicht nicht einsehen wollte. Ja, danke dafür. Auch danke an Buggy Braune und Panos Kolias, die heute auch hier als Prüfer anwesend sind, bei denen ich auch regelmäßig Unterricht hatte in den letzten Jahren. Genau in dem Zusammenhang auch möchte ich mich gleich auch bei Wolf Kerschig bedanken für die Energie, die er hier in die Jazzabteilung steckt. Bei der Jazzabteilung für die Ausbildung, die mir hier zugute gekommen ist, bei meinen ganzen Kommilitonen für die Erfahrung, die ich hier sammeln durfte. Ja, ist auch ein Applaus wert. Und dann als nächstes das Hamburg Stream Team, welches ermöglicht, dass dieser Abend heute hier live und in HD im weltweiten Netz ausgestrahlt wird. Vielen Dank. Dann auch danke an unseren Tontechniker Urs für den super Sound heute Abend. Auch danke an das A-Team und noch viel wichtiger, diese Band am Schlagzeug, Bastian Menz. Am Tenorsaxophon Konstantin Herleinsberger. An der Trompete und am Flügelhorn Benny Brown. Und am Klavier Sophia Oster. Wir kommen nun zum letzten Stück. Ist geschrieben von einem Saxophonisten, von dem ich mir jederzeit gerne das Hirn durchpusten lasse. Das heißt The Bridge, geschrieben von Sonny Rollins. Kommen Sie gut in den Abend, bleiben Sie gesund und zuversichtlich und ja, schönen Abend. Thank you.
Dankeschön, kommen Sie gut nach Hause.